diesem Computer. Genau. So, dann muss ich einmal gerade, ach genau, Bildschirm freigeben. Ich gehe auf den Desktop, gebe das frei und muss einmal hier hingehen. So, jetzt müssten Sie das sehen. Genau, können Sie die Folien sehen? Ja, wir sehen so. Wunderbar. Ja, Algorithmen, Datenstrukturen, Sommersemester 22. Wir sind im zweiten Lernsprint, den wir jetzt, wie gesagt, diese Woche abschließen. Datenstrukturen und Entwurf. Und ich würde zunächst mal wieder ein kurzes Stimmungsbild erfassen wollen. Und zwar, ich habe hier wieder diese Skala vorbereitet, wo Sie bitte da auf das Kommentieren-Feld gehen. Hier diese Menüleiste kommentieren und dann irgendwo ein Zeichen setzen, wo Sie denn sich selbst einschätzen würden mit Blick Lernfortschritt in Algorithmen und Datenstrukturen. Geht das von völlig ausgepowert über ziemlich am Anschlag gesundes Tempo bis hin zu federleicht? Ich weiß, das zweite Semester ist relativ voll. Da sind wir auch schon intern am Diskutieren. Wir sind ja gerade dabei, uns Gedanken zu machen, ob wir unseren Studiengang ein bisschen überarbeiten. Und uns ist bewusst, das zweite Semester ist ziemlich voll und nichtsdestotrotz würde ich jetzt einmal gerne horchen, wie das jetzt mit Blick auf dieses Modul hier ausschaut. Einfach irgendwo ein Häkchen setzen. Sie kreuzen, ziehen wir mal einen Lacker ausziehen. Wir sind auch erst 13 Leute da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir jetzt irgendwie angekreuzt. Die anderen wollen entweder nicht oder haben das Kommentierenfeld noch nicht gefunden. Aber da sollten sie eigentlich nach so vielen Online-Semestern hoffentlich kennen. Aber lassen wir es mal so. Es tummelt sich eher um gesundes Tempo. Ziemlich am Anschlag. Ja, Sie sind gefordert. Das ist mir irgendwie bewusst. Okay, danke schön. Ich gehe mal. Weiter, und zwar kommen wir zur Zusammenfassung Lernsprint 2. Womit haben Sie sich jetzt auseinandergesetzt? Es waren im Wesentlichen vier Bereiche. Einmal allgemein elementare Datenstrukturen. Das war für den einen oder die andere sicherlich auch irgendwie Wiederholung, also irgendwie Felder-Array bzw. Stack-Queue, Listenmengen als elementare Datenstrukturen. Wir haben uns generell nochmal mit dem Thema abstrakte Datentypen beschäftigt. Warum und wieso man das macht. Dann das Wörterbuchthema Hashing, sozusagen als eine Methode, um Daten strukturiert abzulegen. Dann den Bereich Algorithmenentwurf, oder nee, ich gehe erst zur anderen Seite. Die Baumstrukturen, ganz wichtige Datenstruktur in der Informatik, angefangen von den binären Suchbäumen, die bei ja, unglücklicher Verwendung oder unglücklicher Folge der Operation aber dazu führen, dass das, was man sich eigentlich erhofft, nämlich schnelle Zugriffszeiten auf die Objekte, die letztendlich in den Bäumen abgelegt sind, dass sie dann doch nicht so gut sind, wie man sich das eigentlich erhofft. Darum muss man sowas einführen wie balancierte Suchbäume. Da gibt es eine ganze Reihe von balancierten Suchbäumen. Und wir haben jetzt im Kontext dieser Veranstaltung die Rot-Schwarz-Bäume behandelt, die garantieren, dass die Operationen auch in logarithmischer Laufzeit durchgeführt werden können. Gestern in dem Review tauchte auch die Frage auf, ob man da auch noch andere Sachen machen könnte. Ja, es gibt weitere Baumstrukturen,
Aber wir haben nur wenig Zeit im Kontext dieser Veranstaltung. Und wenn ich jetzt noch drei weitere Baumstrukturen behandelt hätte, ja, das hätte Ihren Erkenntnisgewinn vielleicht auch nicht so weit vorangebracht. Ihnen muss einfach nur bewusst sein, dass diese Bäume dafür da sind, dass wir halt diese Laufzeiten im Wesentlichen halt immer die Einfügen- und Löschenoperationen und Aus- und Suchoperationen natürlich, dass wir die in logarithmischer Zeit durchführen können und sozusagen die eigentliche Technik oder Methodik, um dazu zu kommen, die ist halt bei diesen unterschiedlichen Arten von Bäumen unterschiedlich. Ja, hier nutzen wir diese Färbungsregeln für diese Bäume und das sorgt dann dafür, dass wir genau auf diese logarithmische Laufzeit kommen. Der vierte Bereich, das war das Thema Algorithmenentwurf. Ja, das ist im Prinzip eher so auf so einer Metaebene ein Thema. Im Prinzip Vorgehensweisen, die man, nach denen häufig Algorithmen sozusagen konzipiert werden. Ja, da hat man das Divide and Conquer-Prinzip. Das ist irgendwie, was sich eigentlich sofort erschließt, wenn man sagt, naja, ich habe irgendwie jetzt einen großen Berg an Arbeit und ja, wenn ich diesen Berg an Arbeit bewältigen will, dann teile ich den irgendwie auf. Und löse dann oder bearbeite dann die kleineren Teile. Und wenn ich diese kleineren Teile bearbeitet habe, füge ich dann die wieder zu einer Gesamtlösung zusammen. Das haben wir gar nicht mal mehr jetzt sozusagen in diesem Sprint explizit gemacht. Das hatten wir eigentlich schon in der Einführung mit den Beispielen von Quicksort und Mergesort. Dann hatten wir Backtracking. Prinzip so ein Suchverfahren mit einer, ja, mit so einer geordneten Rückverfolgungsstrategie. Wir hatten den Greedy-Ansatz, der gierige Ansatz, dass man immer versucht, in jedem Schritt so eine bestmögliche Lösung oder bestmögliche Verbesserung zu erzielen. Da hat man in der Regel immer irgendwie so ein Kriterium, das man optimieren möchte. Und die dynamische Programmierung, die ähnlich vor oder sagen wir einen ähnlichen Ansatz verfolgt, wie das bei Divide and Conquer ist, wo ich halt ein Problem aufteile in Teilprobleme und das Problem aber so gestalte oder die Lösung so gestalte, dass ich einmal berechnete Teillösungen dann wiederverwenden kann. Ja, und das also eignet sich immer dann, wenn immer wieder die gleichen Berechnungen vorkommen. In dem Elias-Skript kommt das, glaube ich, am Beispiel der Fibonacci-Zahlen und der Berechnung des Binomialkoeffizienten vor. Gibt es natürlich irgendwie ganz viele weitere Beispiele. Also im Prinzip einmal berechnete Teillösungen wieder also speichern und dann wiederverwenden. Nochmal die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von so abstrakten Datentypen. Ja, da geht es darum, dass wir die Datenrepräsentation oder die Datenpräsentation intern verbergen. Also so, wie es intern gespeichert ist, das soll sich nicht nach außen erschließen. Das soll sozusagen dem Anwender beispielsweise eines Datentypen eigentlich ganz egal sein. Und der Zugriff erfolgt nur über klar definierte Schnittstellen, über eine klar definierte API. Hier irgendwie ein Auszug aus der Java-Dokumentation, wenn Sie hier die Klasse ArrayList haben, die hier als so generische Klasse vereinbart ist. Da gibt es eine klar definierte Schnittstelle, da gibt es Methoden, um die beispielsweise einzufügen, Elemente in diese ArrayList oder das Ding zu löschen, zu kopieren, die Abfrage, ob ein Objekt enthalten ist. Und das befördert halt sozusagen dieses Paradigma der Kapselung. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, um Software auch, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum wartbar zu machen. Nochmal das Beispiel, das hatte ich Ihnen schon mal gezeigt, aber Wiederholung schadet ja nicht an dieser Stelle. Sie haben jetzt beispielsweise irgendein Anwendungsprogramm, das jetzt einen speziellen Datentyp verwendet. Ja, dann greifen Sie über eine definierte API auf Daten zu und beispielsweise, und da können wir jetzt sagen, so, wir speichern eine Menge von Objekten, ja, das, was Sie vielleicht bislang in einem Array gemacht haben, in der Liste gemacht haben, ja, und da sich die Laufzeit von O von n Quadrat ergibt, ja, weil Sie beispielsweise die Baumstrukturen noch nicht kannten, ja, und dann fällt Ihnen ein, Mensch,
Mir fällt da jetzt ein viel besserer Algorithmus ein, um da jetzt eine bestimmte Operation beispielsweise zu unterstützen. Wir ersetzen dann diesen Algorithmus A durch Algorithmus B, ja, und kriegen dann einen Laufzeitgewinn von ja, n Quadrat gegenüber n log n. Ja, und an der aufrufenden Stelle, also im Anwendungsprogramm, ändert sich gar nichts. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass man sich da eigentlich immer eine Offenheit erhält, dass sie da Möglichkeiten haben, also unterliegende Schichten auch wieder auszutauschen, bis hin dazu, dass sie beispielsweise eine komplette Bibliothek verwenden. Wenn Sie die austauschen möchten, dann macht das manchmal auch Sinn, sozusagen eine eigene API zwischen der Bibliothek und Ihrem Anwendungsprogramm dazwischen zu legen, einfach damit man flexibel ist. Das kostet zwar dann immer einen Bruchteil an Laufzeit, sozusagen diese Zwischenschicht, aber es macht sozusagen einfach Ihren Programmentwurf modularer und Sie haben einfach mehr Flexibilität hinsichtlich Dinge, die Sie dann vielleicht später nochmal ändern möchten. Dann hatte ich Ihnen die Frage gestellt, hatte ich irgendwie so ein Beispiel. Wir hatten uns angeguckt, was waren die Operationen auf einem ganz einfachen Feld, wenn das Feld sortiert ist, wenn das Feld unsortiert ist, hatte ich Ihnen die Frage gestellt, was ist die bessere Struktur? Ja, und da hatten wir, glaube ich, dann herausgearbeitet. Naja, so absolut kann man das eigentlich gar nicht aussagen, oder beantworten, sondern man muss sich eigentlich immer angucken, was fordert denn meine Anwendung? Also mein Nutzen des Programms, mein Anwendungsprogramm, mit dem ich dann auf diese Datenstruktur zugreife. Ja, was ist sozusagen der überwiegende Anteil der Operationen und die häufig aufgerufenen Operationen? Das sind diejenigen, die natürlich möglichst schnell ausgeführt werden sollen. Ja, das heißt, wenn Sie beispielsweise, wenn Sie viel einfügen, selten abfragen, ja, dann können Sie das vielleicht in einem unsortierten Array machen. Wird selten eingefügt und viel abgefragt, dann eignet sich das sortierte Feld besser, weil Sie dann beispielsweise sowas nutzen können wie die binäre Suche. Ja, aber das muss man sozusagen immer im Kontext der Anwendung sehen, welche Datenstruktur da die richtige ist. Und darum ist das auch gut, dass wir eine Veranstaltung haben, die sich Algorithmen und Datenstrukturen nennt. Das hatte ich ganz am Eingang der Veranstaltung schon gesagt. Weil man muss immer beides im Zusammenspiel betrachten. Okay, das war sozusagen der zweite Sprint. Im Praktikum haben Sie da eine eigene Datenstruktur implementieren müssen. Da bin ich gespannt, was Sie da heute und morgen uns zeigen werden, auf welche Lösungen Sie da gekommen sind. Zumindest von den Vorgestellten, so viele Auswahlmöglichkeiten gab es da jetzt nicht. Aber wir werden mal schauen. Und ich würde ganz gerne diesen zweiten Sprint wieder mit einer kurzen Befragung abschließen. Ich würde Sie bitten, jetzt ganz kurz hier diesen Fragebogen wieder auszufüllen. Ich gehe mal ganz kurz hier raus. Ich schreibe auch mal, dazu muss ich einmal das hier reinnehmen, da schreibe ich auch mal einen Chat rein. Besser? Genau, ich würde Sie bitten, einmal an dieser Befragung kurz teilzunehmen. Will ich gerade 5 Minuten Zeit lassen. Beziehungsweise, nee, machen wir erstmal das. Genau, hatte ich Ihnen ja erklärt. Mir geht es darum, sozusagen dieses Lernkonzept ein bisschen zu untersuchen. Da bin ich natürlich auf Ihre Rückmeldung angewiesen. Herr Mansur hat eine Frage. Ja. Sie haben zumindest die Hand gehoben. Dann haben Sie doch bestimmt eine Frage. Scheinbar nicht. Also bitte einmal kurz an der Umfrage teilnehmen.
Genau, das lasse ich das gerade machen. So, ich würde mal weitermachen und komme dann zum dritten Lernsprint. Ja, jetzt im dritten Sprint, der uns jetzt bis zum Ende des Semesters begleiten soll. Nee, halt, erstmal die Frage nach Fragen. Gibt es noch irgendwelche Fragen zum zweiten Lernsprint, wo Sie sagen, Mensch, das müsste ich noch mal fragen? Gibt es da irgendwas, dann schießen wir einfach los. Ich kann jetzt nicht, falls Sie was in den Chat schreiben, da sehe ich nicht. Ich habe hier so einen Doppelmonitor und wenn ich dann irgendwie hier eine Präsentation mache, dann werden mir die ganzen Elemente von Zoom nicht so richtig angezeigt. Das heißt, wenn, müssten Sie jetzt einfach drauf lossprechen, sonst kriege ich das nicht mit. Wenn dem aber nicht so ist, dann mache ich einfach weiter. Okay, ja, Graphenalgorithmen. Das wird uns jetzt bis zum Ende des Semesters beschäftigen. Wenn Sie genau hingeschaut haben, ich habe jetzt auch sozusagen die Fälligkeit dieses dritten Lernsprints, bezieht sich jetzt bis in die letzte Woche hinein. Die letzte Woche fängt am 20.06. an. Es wird wieder so sein wie bisher auch. Es gibt einen Theorieteil, es gibt einen praktischen Teil und zu beiden werde ich jetzt ein bisschen was Einführendes sagen. Genau, was ist im Wesentlichen das Ziel oder was sind die Ziele von Lernsprint 3? Ja, Sie verstehen, dass Graphen ein interessantes Tool oder Werkzeug sind, um Probleme der realen Welt zu modellieren. Ich habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Auch das eine alte Klausuraufgabe. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Gefäße A, B, C mit unterschiedlichem Fassungsvermögen zur Verfügung. Gefäß A ist vollständig mit Wasser, mit Farbe, mit irgendwas gefüllt. Ja, oder nehmen wir mal Öl, ist alles gerade irgendwie ganz kostbar. Und zwar haben Sie die Kapazitäten 8 Liter, 5 Liter und 3 Liter. Das sind die Kapazitäten dieser Gefäße. Und Aufgabe ist es, die exakte Menge von 4 Litern durch Umverteilung dieser Flüssigkeiten abzufüllen. Es stehen keine weiteren Hilfsmittel zur Verfügung und die Gefäße können nur vollständig geleert oder gefüllt werden. Das heißt, man kann nicht schätzen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise das gefüllte 5 Liter, den gefüllten 5 Liter Behälter und naja, ich denke mal, ich schütte jetzt so 1 Liter ab. Ja, also schätzen geht nicht. Sie können es nur ganz leeren oder halt vollständig oder halt irgendwie befüllen. Genau, wir gehen mal davon aus, dass Sie da ganz exakt arbeiten. Das heißt, bei der Umfüllung wird nichts verschüttet werden. Ja, und die Frage, die sich stellt, können diese 4 Liter überhaupt exakt abgemessen werden? Wie viele Umfüllvorgänge sind mindestens erforderlich? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, sagen wir mal, dass ein Umfüllvorgang 30 Sekunden dauert, ja, wie kriegen wir es schnellstmöglich hin? Ja, mit Hilfe von Graphen können wir so ein Problem modellieren. Verrate ich Ihnen heute aber noch nicht. Können Sie ja mal drüber nachdenken. Zweite Frage, und das ist im Prinzip der Ursprung der Graphentheorie. Man hat im Prinzip die Aufgabe, hier ist ein Auszug aus einer ja, Karte. Ja, in der Karte sind irgendwie verschiedene Stadtteile zu sehen. Hier fließt irgendwie ein Fluss dadurch und ja, das sieht man ein bisschen schlecht, aber zwischen diesem zentralen Stadtteil und diesen anderen Stadtteilen gibt es verschiedene Brücken über den Fluss. Ja, und wie können wir einen Rundweg durch die gesamten Stadtteile machen, auf dem jede Brücke genau einmal überquert wird? Hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke, hier sind wieder zwei Brücken, hier unten ist eine Brücke, hier ist auch noch mal eine Brücke. Ja, also wie kriegen wir es hin, dass wir einen Rundweg durch diese Stadt machen, auf dem jede Brücke genau einmal überquert wird und man am Ende auch wieder am Ausgangspunkt dieser Wanderung ankommt?
Andere Fragestellung, die ich auch mit Hilfe von Graphen lösen kann, und das ist sozusagen, war die ursprüngliche Frage von Leonhard Euler, der im Prinzip sozusagen diesen Bereich der Graphentheorie begründet hat. Also sich genau diese Frage hier unten, das ist ein Auszug aus der Stadt Königsberg oder der Karte der Stadt Königsberg, ja, und ob man einen solchen Weg gestalten kann. Ja, und was Sie halt auch lernen sollen in diesem Lernsprint ist, ja, um diese Probleme als Graphenprobleme zu formulieren und natürlich auch zu lösen. Ja, also hier geht es eher um so die Frage, naja, kriege ich es hin, aber kriege ich es auch besonders schnell hin? Ja, hier die Frage mit der Dauer der Umfüllvorgänge. Und hier geht es erstmal generell um die Machbarkeit. Das Letzte gucken wir uns nochmal so ein bisschen an. Da ist natürlich so eine Karte als, ja, im Prinzip Anschauungsobjekt. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt nicht nur so eine Karte mit, ich glaube, 7 Brücken waren es, sondern Sie haben irgendwie viel mehr Elemente. Ja, dann möchte ich das natürlich irgendwie in einem Rechner machen. Hier kann ich das natürlich irgendwie so durch Ausprobieren versuchen rauszubekommen, aber wenn ich das ein bisschen größer denke, brauche ich vielleicht einen Rechner dafür und dann muss ich es irgendwie im Rechner abbilden. Das heißt, wir müssen es irgendwie modellieren und so aufbereiten, dass wir halt die Informationen auch im Computer speichern können. Ja, das wäre schon mal irgendwie so eine abstraktere Darstellung. Die gleiche Information, weil mich beispielsweise diese ganzen Straßen hier, wie sie hier verlaufen, Straßennamen interessieren mich gar nicht, weil hier spielen ja nur die Stadtteile eine Rolle und die Brücken. Es ist ja nach dem Weg über diese Brücken gefragt. Das heißt, ich muss eigentlich nur diese Stadtteile modellieren, beziehungsweise dann diese Brücken. Das ist hier irgendwie gemacht. Hier beispielsweise diese Brücke hier unten, das ist diese hier, die hier oben, das ist diese. Wo die dann exakt liegt, ist eigentlich ganz egal. Uns geht es ja nur um den Weg über diese Brücke, diese hier, Brücke, das ist diese hier und hier haben wir auch jeweils nochmal 2. Ja, das sind diese beiden. Okay, und wenn man das dann noch weiter abstrahiert, dann kann man auch sagen, naja, ich habe das hier, diese Stadtteile als Flächen eingezeichnet, aber ich kann die einfach auch hier, ich habe es jetzt mal hier mit so Punkten gemacht, habe sie A, B, C, D genannt, ja, und wenn ich dann einfach diese Punkte mit Kanten verbinde, die entsprechend diesen Brücken entsprechen, ja, dann habe ich im Prinzip hier so eine abstrakte Darstellung als Graph. Ja. Graph im Prinzip ist einfach nur eine Menge von Punkten oder Knoten. Ich verwende beide Begriffe, Punkt oder Knoten, meistens Knoten, ja, die jetzt hier einen Namen haben. Das sind genau die, die hier oben auch sind. Und es gibt halt Verbindungslinien, die sagen einfach nur, dass ich halt beispielsweise von A nach B kommen kann, dass die irgendwie verbunden sind. Ja, und diese Kanten werden später in den unterschiedlichen Anwendungen auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Aber das ist sozusagen erstmal, dass wir uns Gedanken machen können oder müssen, ja, wie können wir denn ein Problem überhaupt in dieser Form beispielsweise formulieren? Mit Hilfe von Graphen stelle ich üblicherweise Beziehungen zwischen Objekten her. Ja, jetzt eben hatten wir im Prinzip die Beziehung zwischen den Stadtteilen, die halt über die Brücken miteinander verbunden sind. Ich habe hier irgendwie einen Auszug aus einer Landkarte des Osnabrücker Landes oder Umlandes von Osnabrück. Ja, und da habe ich im Prinzip auch Objekte, das sind im Prinzip Städte. Ja, hier Osterkappeln, Wahlenhorst, Osnabrück, Ibbenbüren und so weiter, diese ganzen Punkte. Und wir haben im Prinzip Verbindungen, hier jetzt sogar mit Pfeilen. Pfeile deuten halt eine Richtung an. Und hier können Sie sich vorstellen, naja, ich möchte beispielsweise wissen, wie komme ich am schnellsten von Melle nach Ibbenbüren. Ja, und möchte natürlich dann sozusagen oder kann letztendlich nur über diese Verbindungen gehen, die halt entsprechend hier auch definiert sind. Ja, ich könnte beispielsweise von Melle nach Bissendorf über Osnabrück nach Ibbenbüren. Ja, und diese kleinen Werte hier an den Kanten, dass wir in diesem Kontext wären das Entfernungsangaben oder es können auch Zeitangaben sein, es könnten auch Kosten sein. Das hängt wiederum von der jeweiligen Anwendung ab. Man könnte sich auch die Frage stellen, ich bin irgendwie Handelsvertreter und muss im Prinzip alle Orte, die hier auf der Karte eingezeichnet sind,
Muss alle Orte besuchen, weil ich da keine Ahnung, Kunden habe und ich die vor Ort besuchen möchte. Ja, dann möchte ich vielleicht eine Rundreise planen, ja, und dabei aber, sag ich mal, so wenig Kilometer wie möglich zurücklegen. Ja, es macht wenig Sinn, wenn ich erst von Osnabrück nach Bockholzhausen fahre, dann fahre ich nach Neunkirchen, dann fahre ich nach Glandorf, dann fahre ich nach Melle. Also es macht schon Sinn, sich da Gedanken zu machen, wie ich überhaupt so eine Rundreise durchführe. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel für, sagen wir, so ein Anwendungsszenario. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele, die man mit Hilfe von Graphen modellieren kann. Ja, hier, ich habe hier aufgeschrieben, Abhängigkeit in Produktionsabläufen, Transportkapazitäten eines Leitungssystems, so ein soziales Netzwerk, wo ich dann Freundschaften beispielsweise abbilde. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen dafür. Und ich finde die Graphentheorie deswegen irgendwie so spannend, weil sie halt auch so schön anschaulich und visuell ist. Ja, ich kann mir das alles immer ganz gut vorstellen. Das macht es Ihnen sicherlich leichter, als wenn wir da irgendwie so einen ganz abstrakten Algorithmus irgendwie betrachten. Das finde ich immer sehr schön anschaulich und visuell an diesem Thema. Ja, und hier nochmal irgendwie so eine Folie mit ja, möglichen Anwendungen. Ja, was sind sozusagen die Knoten, Vertex, was sind die Kanten, Edges? Ja, wir haben beispielsweise so einen Kommunikationsgraph, da sind dann vielleicht Telefonsystem oder Computernetzwerk, wo dann die einzelnen Rechner miteinander verbunden sind. Sie haben irgendwie so einen Schaltkreis, wo Sie Elemente auf dem Schaltkreis haben, Gatter, Register, Prozessoren, die sind per Draht verbunden. Sie haben irgendwie mechanischen Graphen, wo Sie irgendwie Eckpunkte, Gelenke haben und dann beispielsweise Verbindungen. Ich gehe jetzt nicht alle im Einzelnen durch. Ja, aber das, was wir gerade gesehen haben, kommt eher so aus dem Bereich Transport. Sie haben Knoten oder Kreuzungspunkte, das hat sich eben als Städte angegeben. Das kann ich natürlich auch runterbrechen, letztendlich auf Kreuzungen und die einzelnen Verbindungen, das sind dann die Straßen und, und. Also Sie finden noch einige Sachen in dem Elias-Lernmodul. Ja, und das ist sozusagen die Grundlage dessen, was wir jetzt in diesem dritten und letzten Lernsprint machen. Zunächst mal werden wir so ein bisschen Theorie machen, aber Sie gucken sich das halt letztendlich an, so ein bisschen Theorie. Und zwar gibt es die Graphen in gerichteter und ungerichteter Form. Das haben Sie eben schon gesehen. Ich hatte da Verbindungen mit und ohne Pfeile. Und wenn so ein Pfeil da in dem Graphen verwendet wird, dann sprechen wir von einem gerichteten Graphen. Das heißt dann, dass eine solche Kante auch nur in dieser angegebenen Richtung verwendet werden darf. Ja, das können Sie sich vorstellen wie im Straßenverkehr. Da gibt es halt auch Einbahnstraßen. Da können Sie Straßen nicht in beide Richtungen verwenden, sondern können die nur in eine Richtung verwenden. Das ist die Idee des gerichteten Graphen. Und ansonsten haben wir einen ungerichteten Graphen. Da können wir sozusagen beliebig zwischen zwei Knoten hin und her gehen. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Graphen speichern. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt das in Form von sogenannten Listen, dass wir beispielsweise Adjazenzlisten heißen die dann, dass wir zu einem Knoten speichern in Listenform. Was sind die benachbarten Kanten dieses Knotens? Na, und dann müssen Sie beispielsweise, wenn Sie alle Nachbarn eines Knoten ermitteln wollen oder irgendwas mit denen tun wollen, ja, dann müssen Sie einmal durch diese Liste durchgehen. Eine andere beliebte Form ist die sogenannte Adjazenzmatrix. Da speichere ich in der Matrixform sozusagen, welche Knoten miteinander verbunden sind. Ja, das kann ich mir so vorstellen, dass ich die zeilenförmig, spaltenförmig nach den Knoten benenne. Ja, und wenn ich dann beispielsweise ein Knotenpaar I, J habe, dann mache ich an dem Eintrag I, J in der Matrix, würde ich beispielsweise eine 1 setzen, wenn die beiden verbunden sind, oder eine 0, wenn die beiden nicht verbunden sind. Oder wenn das haben wir eben auch gerade hier schon gesehen, da gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Diesem Beispiel. Hier sprechen wir auch von einem bewerteten oder auch gewichteten Graphen. Das meint, dass ich halt diese Kanten mit Werten versehen habe. Hier beispielsweise zwischen Melle und Bad Essen 17,5. Ja, das heißt, diese Kante bekommt den Wert 17,5. Und auch wenn ich beispielsweise das Ganze mit einer Adjazenzmatrix speichere, dann würde ich diesen Wert beispielsweise in diese Matrix eintragen.
Aber auch das alles ist, habe ich versucht, halbwegs ausführlich in dem Skript zu erläutern. Genau, dann waren wir hier. Das hatten wir, das hatten wir. Genau, dann machen wir einfache Anwendungen auf dem Graphen. Und zwar haben wir das in ähnlicher Form schon bei den Bäumen gemacht. Auch bei den Bäumen hatten wir das Problem, dass wir die systematisch durchsuchen. Ja, und ein Baum ist letztendlich ein Spezialfall eines Graphen. Ja, ist eigentlich nichts anderes. Mit bestimmten Regeln, dass es nämlich keine Kreise gibt in einem Baum. Und da müssen wir auch so einen Graph systematisch durchsuchen. Das nennt sich dann Graphtraversierung, dass wir beispielsweise, wenn wir da alle Knoten sicher besuchen wollen, dass wir dann nicht irgendwie wild hin und her laufen und dann einige Knoten mehrfach besuchen. Das wollen wir nicht, sondern wir möchten es systematisch machen. Und das machen wir in Form einer sogenannten Breitensuche beziehungsweise einer Tiefensuche. Da kommen dann, wenn man sowas implementieren möchte, kommen dann wieder zum Einsatz unsere Datenstrukturen Stack und Queue. Ja, denn je nachdem, wie ich sozusagen diese Suche organisiere, das kann ich ganz gut machen mit einer Queue, das kann ich ganz gut machen mit einem Stack. Ja, und wenn ich das beispielsweise mit einem Stack mache, dann führt das letztendlich auf eine Tiefensuche hinaus. Das heißt, man geht immer möglichst in die Tiefe des Graphen. Ja, und Breitensuche meint, auch wenn ich an einem Knoten bin, besuche ich erstmal alle Nachbarn. Ja, und dann nehme ich mir einen dieser Nachbarn und besuche von dem auch wieder alle Nachbarn. Ja, das sind sozusagen diese beiden Durchsuchungsprinzipien. Dann eine häufige Anwendung oder auch im Prinzip Vorabberechnung bei einem Graphen ist ein Graph überhaupt zusammenhängend? Zusammenhang meint, kann ich jeden Knoten von einem bestimmten Knoten aus erreichen? Ja, das heißt, gibt es sozusagen zwischen je zwei Knoten letztendlich eine Verbindungslinie? Auch das mache ich nochmal in einem ganz kurzen Beispiel klar. Ja, hier beispielsweise, jetzt ignorieren wir einmal ganz kurz die Pfeile hier, sagen wir, das ist ein ungerichteter Graph. Ja, und wenn ich beispielsweise von Borkholzhausen nach Westerkappeln hier gehe, dann kann ich da auf verschiedene Wege hingehen. Ja, wenn ich aber beispielsweise, was nehmen wir mal, ich glaube, ich kann jetzt hier gar nicht zeichnen. Wenn ich mal diese beiden Kanten wegnehmen würde, ja, oder nehmen, das nehme ich nicht, sondern ich nehme eine andere. Jetzt löschen. Dann mal so, ich lösche mal diese Kante und diese Kante. Ja? Also die Kante zwischen Wallenhorst und Bramsche und zwischen Westerkappeln und Neunkirchen. Ja? Dann ist das Ganze, wenn ich jetzt mit Blick auf die Knoten drauf schaue, ist das Ganze nach wie vor ein Graph, ja? Aber der aus zwei Zusammenhangskomponenten besteht. Und zwar die eine Zusammenhangskomponente. Ist diese hier? Ja, die besteht aus Neunkirchen und Bramsche. Ja, ich kann Neunkirchen von Bramsche aus erreichen und umgekehrt. Und die zweite Zusammenhangskomponente ist der ganze Rest. Ja, auch hier kann ich innerhalb dieser Zusammenhangskomponente kann ich jeden Knoten von jedem anderen aus erreichen. Ja, da gibt es nicht immer eine direkte Verbindung, aber über eine Aneinanderreihung von Verbindungen komme ich beispielsweise von Glandorf bis nach Westerkappeln. Na, das meint Zusammenhangskomponenten. Ja, und auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, ist das ein Graph, sind das zwei Graphen? Aber das ist häufig so, dass der Graph quasi in mehrere Teile zerfällt. Und da sind halt gerade diese Zusammenhangskomponenten. Achso, muss ich das wieder löschen? Genau. Mal dahin hüpfen. Ja, da gucken wir uns eine andere Anwendung an. Das ist die sogenannte topologische Sortierung. Da bringen wir, gucken wir uns an,
ob wir gewisse Dinge in einer bestimmten Reihenfolge durchführen können. Ja, da werden sozusagen so Prioritäten vergeben. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sich überlegt, den Ablauf des morgendlichen Anziehens. Ja? Auch da macht es Sinn, machen wir natürlich nicht explizit, dass wir darüber nachdenken, was wir in welcher Reihenfolge anziehen. Ja, aber wenn ich das auf ein komplexeres Problem übertrage, beispielsweise ich will ein Haus bauen, dann macht das schon Sinn, sich da mal ernsthaft Gedanken drüber zu machen. Aber nehmen wir noch mal dieses einfache Beispiel des Anziehens. Ja, da habe ich quasi gewisse Randbedingungen, die ich einhalten sollte. Ja, irgendwie, ich sag mal, so gesellschaftliche Norm ist, dass man irgendwie, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Hose anziehen, dass wir eine Unterhose unter die Hose ziehen. Ja, andersrum wäre das irgendwie gesellschaftlich wenig konsensfähig, ja, wenn wir die Unterhose über der normalen Hose tragen würden. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Randbedingung, dass wir sagen, okay, die Unterhose muss vor der Hose angezogen werden. Oder ich ziehe das T-Shirt vor der Jacke an, die ich dann anziehen werde. Ja? Und um da sozusagen zu überprüfen, ob alle Randbedingungen eingehalten werden können hinsichtlich Ausführungsreihenfolge, das macht man mit Hilfe der topologischen Sortierung. Ist letztendlich dann auch nur eine Anwendung wiederum anderer Algorithmen. Da führen wir im Prinzip zweimal eine Tiefensuche durch. Ist aber eigentlich ganz interessant, um da so eine Ablaufplanung festlegen zu können. Dann gucken wir uns komplexere Probleme an. Das sind einmal die minimalen Spannbäume. Da möchte man wissen, was sind sozusagen, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kommunikationsnetzwerk und möchten nach wie vor erreichen, dass jeder, nehmen wir jetzt ein Rechnernetzwerk, dass jeder Rechner mit jedem anderen Rechner kommunizieren kann. Ja, und wie kriegen wir das hin? Welche Leitungen müssen wir quasi ziehen, sodass dabei geringstmögliche Kosten entstehen? Ja, das nennt sich dann minimale Spannbäume. Wir hatten eben dieses Umfüllproblem, da hatte ich danach gefragt. Wie können wir dieses Umfüllen möglichst schnell durchführen? Ja, das können wir reduzieren letztendlich auf die Frage nach einem kürzesten Weg in einem Graphen, indem wir halt dieses Umfüllproblem als Graph modellieren und dann entsprechend einen Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege anwenden. Da werden wir mehrere Algorithmen kennenlernen. Wir steigen ein mit dem Algorithmus von Dijkstra. Aus den 50er Jahren schon relativ alt, ist so ein Vertreter der Greedy-Strategie. Dann nehmen wir noch einen zweiten, den Label Correction Algorithmus, weil der erste Algorithmus, den wir da verwenden, das Problem hat, dass er beispielsweise mit negativen Kantengewichten nicht zurechtkommt. Ja, das kann durchaus auch mal vorkommen, dass die Kantengewichte, die verwendet werden, hier sind das jetzt im Prinzip Integerwerte, positive Integerwerte, dass wir auch durchaus negative Kantengewichte haben. Das kann durchaus mal der Fall sein. Und dann hat der Dijkstra-Algorithmus ein Problem. Dafür brauchen wir dann noch einen zweiten, gucken wir uns an. Und dann gucken wir uns auch noch einen Algorithmus an. Na, sage ich mal, leichte Modifikation des Algorithmus von Dijkstra, wo wir im Prinzip die Richtung der Suche, also der Dijkstra, der geht im Prinzip vor und sucht da bestimmte Wege, ja, und sucht aber quasi immer so radial, kreisförmig um den Startpunkt ausgehend. Ja, und das kann man aber auch steuern, dass man sich in Richtung des Ziels direkt bewegt. Das ist dann der sogenannte A-Stern-Algorithmus. Eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Kommt beispielsweise, wird sowas in einer künstlichen Intelligenz eingesetzt oder in Computerspielen, wenn beispielsweise irgendwie ein Akteur einen anderen Akteur möglichst schnell erreichen möchte. Ja, dann wird sowas gemacht. Und sozusagen die letzte Problemklasse, mit der wir uns beschäftigen, sind die Netzwerkflussprobleme. Stellen Sie sich vor, ich gehe mal hier auf dieses Bild, was wir hier links haben in dem Bild. Sie haben ein Graph, oder hier in dem Fall sprechen wir im Prinzip von Netzwerken und stellen sich vor, Sie möchten Wasser verteilen. Ja, und zwar, das ist sozusagen Ihre Wasserquelle, Knoten A. Das ist das Ziel, der Knoten H. Sie haben hier so ein paar
Pumpstation, Umfüllstation, was auch immer. Sie haben Rohrleitungen zwischen den Punkten. Ja, und hier jetzt ist die Bedeutung dieser Kantengewichte ist jetzt eine Kapazität, ja, dass Sie zu einem Zeitpunkt, ich sage mal, 18 Einheiten der Flüssigkeit da durchbringen können. Und da fragt man sich jetzt bei den Netzwerkflussproblemen, fragt man sich, wie viele Einheiten kriege ich maximal von A nach H, sodass ich natürlich sozusagen diese Kanten auch nur so weit benutze, wie es halt die Kapazität vorsieht. Ja, Sie würden also hier beispielsweise von Kante A nach B, hätten Sie 18 Einheiten, die Sie transportieren können. Ja, das sind aber deutlich mehr, als ich hier beispielsweise über diese Kante abgeben kann. Das heißt, ich muss die irgendwie umverteilen. Und wichtig ist sozusagen, ich darf diese Kapazitätsbeschränkungen nicht überschreiten. Und die zweite Randbedingung ist sozusagen, ich darf an diesen Zwischenknoten nichts verbrauchen. Das heißt, das, was an Fluss sprechen wir in diesem Zusammenhang, was da reingeht, muss auch wieder rausgehen. Ja, wenn wir hier sozusagen 18 reinschicken, müssen wir auch 18 wieder rausschicken. Ja, und das ist auch ein ganz spannendes Anwendungsfeld, weil wir damit auch ganz interessante Anwendungen letztendlich lösen können. Ja, da sieht man auf den ersten Blick vielleicht so gar nicht, dass man diese Art von Algorithmus da ansetzen kann. Ja, und hier kommt dann das zum Tragen, was ich eben eingangs sagte. Ja, ich muss das Problem halt entsprechend als Graph modellieren oder hier als Netzwerk modellieren. Und dann kann ich beispielsweise einen von diesen klassischen Algorithmus hier anwenden. Ja, genau, das ist das, was uns jetzt im dritten Lernsprint beschäftigt. Das Thema der Graphentheorie geht natürlich noch viel weiter, aber das sind so die Sachen, die ich denke, dass Sie die mal gehört haben sollten. Und jetzt habe ich hier, muss ich gerade mal gucken. Genau, jetzt denken wir einfach mal drüber nach. Wir haben jetzt hier, ja, so viele sind wir nicht. Ich mache mal drei Gruppen richtig mal ein. Ich würfel die jetzt gleich mal zufällig. Und denken Sie doch einfach mal drüber nach, wie man das hier lösen könnte. Diese Frage, die ich eben vorgestellt hatte. Sie haben hier diese drei Gefäße mit 8 Litern, 5 Litern und 3 Litern. Und Sie sollen das entsprechend umfüllen. Ja, und da würde ich Sie jetzt mal in Breakout-Sessions stecken. Und dann denken Sie doch einfach mal drüber nach. Ja, ich richte das mal gerade ein hier. Warte. So, ich stoppe mal ganz kurz die Aufzeichnung. Oder ich halte die an. Ich setze es aber jetzt mal wieder fort. Habe ich einfach vergessen. Sorry, war keine Absicht. So, algorithmische Graphentheorie. Habe ich natürlich im Ilias schon drin, hat ein bisschen gedauert. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Ich stoppe, machen Sie stoppen? Genau, ich gehe einfach hier drauf. Hinweise zum Praxisteil. So, da. Das müssten Sie. Können Sie das jetzt noch sehen? Das, ja, das wir sehen es. Wunderbar. Okay. So, also gibt es einmal die Theorie. Genau. Da gehe ich einmal ganz kurz rein. Hier unten. Genau, da finden Sie wieder 4 Module, Elias-Module jetzt sozusagen, da im Elias-Sprech, wo die ganzen Sachen beschrieben sind. Was hatten wir hier beispielsweise? Oh, ja, Wegplanung für Roboter machen wir mal. Ich habe ein bisschen experimentiert nochmal mit dem Elias, habe auch so ein paar interaktive Elemente da mal irgendwie eingebaut. Das sage ich Ihnen nochmal ganz kurz. Irgendwo hatte ich was Interaktives, das habe ich nochmal angedrückt. Ach genau, wenn ich hier irgendwie sowas habe mit so einem kleinen Dingens, dann können Sie da in der Regel draufklicken und dann passiert irgendwie was. Ich hatte eben ganz kurz die Adjazenzmatrix erläutert, die ist dann hier irgendwie beschrieben. Also immer wenn Sie da hier diesen gehobenen Zeigefinger sehen, dann müssen Sie da mal irgendwie ausprobieren, was da interaktiv ist. Ne? Ich habe das irgendwie jetzt ausprobiert, hatte ein ganz klein bisschen Zeit hier und habe das mal in die Formulierung dieses Moduls gesteckt oder dieses Lernsprints. Weiß auch jetzt schon, dass ich dann die ersten beiden Lernsprints nochmal durchgehen werde und das nochmal neu gestalten werde. Also das ist sozusagen die Theorie, aufgeteilt in 4 Teile, elementare Algorithmen, dann die minimalen Spannbäume, kürzeste Wege und Flüsse in Netzwerken. Es gibt 3 Tests wieder dazu. Ich habe die minimalen Spannbäume und die kürzesten Wege in einem Test zusammengefasst.
Genau, und dann der praktische Teil, was sollen sie da machen? Da haben wir unser kleines Praktikumsprojekt, haben wir erweitert und wir werden da jetzt sozusagen ein virtuelles Kommunikationsnetzwerk und Funktion um ein virtuelles Kommunikationsnetzwerk erweitern. Und sie sollen halt ein paar Funktionen implementieren. Ja, also erstmal sollen sie, das haben wir alles hier beschrieben, es ist wieder wie jetzt beim zweiten Lernsprint, ziehen Sie sich das Projekt sozusagen jetzt wieder runter, synchronisieren Sie Ihr Projekt wieder mit dem Hauptprojekt, dann bekommen Sie die Dinge, das sollen Sie ja eh machen, jetzt für das Review, was heute und morgen stattfindet, einmal wir hatten es beim letzten Mal eingerichtet. Diesen Upstream sozusagen zu dem Main-Projekt. Das müssten Sie einmal sozusagen in Ihr Projekt wieder runterziehen, mergen. Dann haben Sie auch diese ganzen Sachen. Da sind im Prinzip alle Klassen vorbereitet, die dann halt entsprechend, Sie sehen das hier, ja, hier beispielsweise To-Do, das müssen Sie halt implementieren. Das heißt, Sie fangen im Prinzip an, dass Sie den gerichteten und ungerichteten Graphen als Klassen implementieren. Und dann werden Sie eine Reihe von Algorithmen, und das lässt sich jetzt in diesem Sprint auch wieder besser aufteilen als jetzt der zweite Sprint. Der zweite Sprint konnte jetzt schlecht oder nicht so gut im Team aufgeteilt werden. Hier geht das wieder besser. Sie sollen nämlich minimalen Spannbaum implementieren, ist hinterlegt mit einem Net-Debug-Kommando für Ihr virtuelles Computernetzwerk in Ihrer Konsole. Dann sollen Sie auch kürzeste Wege bestimmen und Sie sollen maximalen Fluss ermitteln. Genau diese drei Algorithmenklassen, die wir hier in der Theorie erarbeiten, sollen Sie halt hier implementieren, ist, glaube ich, immer ganz gut beschrieben in den Sachen, die Christian und Sebastian da vorbereiten im Praktikum. Insofern laden Sie sich die Sachen und wenn dann Fragen sind, müssen Sie einfach fragen. Ja, das wäre sozusagen das, was Sie jetzt im dritten Sprint erwartet. Ich finde das eigentlich das spannendste Thema an dieser ganzen Veranstaltung, diese Graphentheorie, hatte ich eben schon mal gesagt, weil ich da ganz schöne Sachen mitmachen kann, wie Sie vielleicht auch gerade an dem Beispiel gesehen haben, kann man eigentlich ganz systematisch machen. Ja, da dieses Umfeldproblem, da gibt es natürlich irgendwie zahlreiche andere Dinge. Und dann würde ich die Aufzeichnung jetzt dann doch stoppen und dann können wir nochmal, wenn es Fragen gibt,